Europameisterschaft ist im vollen Gange und heute muss Deutschland gegen Ungarn ran. Ja, wenn alles gut läuft, kommt Deutschland tatsächlich auch in die K.O.-Phase. Wir drücken natürlich die Daumen, aber Potzblitz, oh nein! Was ist denn da im Vorfeld los gewesen? Richtig, die EM, die Europameisterschaft, hat mit viel Geld zu tun. Und da, wo Geld fließt, ist die Politik auch nicht fern und mischt sich gerne mal mit ein. Klar, also es wäre jetzt natürlich auch gelogen zu behaupten, dass Politiker generell schon fast alle raffgierige Geldsäcke sind. Nicht alle, aber ganz viele. Und somit ist Politik und Geld immer ganz gut in Verbindung zu bringen. Was ist denn jetzt passiert? Also, wir versuchen das Ganze mal ein bisschen gerade zu ziehen. In Ungarn ist ein Gesetz auf dem Weg, wo es darum geht, dass jungen Menschen der Zugang zu Informationen über Homosexualität erschwert werden soll. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Das ist natürlich absolut katastrophal. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ganz normal. Wie kann das auch sein, dass junge Menschen an solche Infos rankommen? Und als Reaktion darauf wollte man heute zum Spiel Deutschland gegen Ungarn, Mensch, welch Zufall, die Allianz Arena in München in den Regenbogenfarben, welche für Gleichbehandlung und Toleranz stehen, erstrahlen lassen. Nun hat sich dann die UEFA eingeschaltet und gesagt, nein, also das geht gar nicht. Das wäre ein zu politisches Statement, woraufhin aus Ungarn, aus der Politik, Rückmeldung kam. Na ja, wir Deutschen, du, ne? Das gab es schon mal, dass man Sport und Politik miteinander in Verbindung gebracht hat, und zwar die Olympischen Spiele 1936, welche unter dem Hakenkreuz stattgefunden haben. Und das ist natürlich auch ein absolut nachvollziehbarer Vergleich. Wenn man jetzt für Gleichbehandlung und Toleranz sich einsetzen möchte, ein Zeichen setzen möchte, das zu vergleichen mit irgendwelchen Olympischen Spielen, die unter Markenkreuz stattgefunden haben. Also da muss man der ungarischen Politik schon mal einen kleinen Applaus schenken. Aber wäre das nicht alles, haben sich ja auch deutsche Politiker gemeldet. Unter anderem Uwe Junge von der AfD, der auf einmal irgendwie der Meinung war, ich muss mal ein bisschen auf meinem Handy rumtippen und das mal kommentieren, warum Manuel Neuer die Regenbogenfahne als Kapitän im Spiel Deutschland gegen Portugal anhatte. Aber er hat ja nicht Regenbogenfahne geschrieben, nein. Er hat ja getwittert, dass Manuel Neuer mit der Schwuchtelbinde aufgelaufen ist. Das ist natürlich alles wunderbar. Und die UEFA sieht sich natürlich auf jeden Fall auf der richtigen Seite zu sagen, Politik und Sport, nein, das darf alles nicht sein. Das ist hervorragend. Also was man da jetzt in Ungarn macht, ja, das können wir hier relativ schlecht beurteilen. Und das möchte ich auch gar nicht großartig bewerten. Interessant finde ich auf jeden Fall, nachdem diese ganze Thematik aufgekommen ist, dass Viktor Orban, ein großer Verfechter dieses neuen Gesetzes dort in Ungarn, jetzt abgesagt hat, dass er bei der Partie zwischen Deutschland und Ungarn nicht mit im Stadion sein wird. Das ist schon mal ein ganz klares politisches Statement. Ja, aber das sollte man in Ungarn auf jeden Fall nochmal beleuchten. Aber wenn wir schon wieder beim Thema Beleuchten sind, liebe UEFA, eine Frage müsst ihr mir mal bitte beantworten. Wenn man sich für Gleichberechtigung und Toleranz einsetzt und ein Zeichen setzen möchte, was hat das mit Politik zu tun, Mann? Ist das jetzt politisch erforderlich? Muss man sich jetzt den Darfschein holen, ob man gleichberechtigt oder toleriert wird oder was? Oder liegt das vielleicht daran, dass jemand in euer Präsidium aus Ungarn kommt? Mensch, ein Schelm, wer Böses denkt. Ist ja merkwürdig. Eine Debatte zum Abkotzen. Und zwar im Strahl. Erstmal diese Vergleiche, ja, da aus Ungarn, dass man sagt, na ja, also die Regenbogenfarben. Nee, das geht ja gar nicht. Das ist ja so ein politisches Statement, wie damals Politik und Sport 1936 in Deutschland durchgeführt worden sind. Ja, das ist klar. Natürlich, logisch. Und deswegen muss man als UEFA auf diesen Zug aufspringen, weil Ungarn so ein Schwachsinn von sich gibt und das kurzerhand verbieten, dass man sich für Gleichberechtigung und Toleranz einsetzt. Das ist wirklich auch ein politisches Statement.
liebe UEFA, von der neuen, also wirklich von der glorreichsten Sorte. Da fehlt mir schon was die Worte hier. Aber ich fange jetzt hier auch schon mal an. So ein bisschen Regenbogenfarbe. Hochrot wird mein Kopf nämlich gerade. Krieg so einen Blutdoktor. Sag mal, habt ihr einen an der Marmel da oder was? Und was ist denn hier mit diesem Vogel da? Mit diesem Uwe Junge? Dieser AfD-Lümmel da? Was ist mit dem los? Schwuchtelbinde. Was haust du da eigentlich raus? Sag, hast du einen am Kopf oder was? Du hast wirklich in der Kindheit viel zu dicht an der Wand geschaukelt, ne? Ist aber witzig, dass du als einer der größten Twitter-Lutscher von Schwuchtelbinde sprichst. Findest du das ein bisschen merkwürdig? Aber gut, von der AfD kannst du ja auch nicht viel erwarten. Da kommt ja nur heiße Luft raus, wenn da die Schnauze aufgemacht wird. Das ist unfassbar. In ganz Deutschland, überall, werden jetzt die Regenbogenfarben ausgepackt. Warum? Wir haben die sogenannten Pride Months. Und liebe UEFA, was für eine Scheißheuchelei ist das eigentlich? Hashtag Respect. Das ist doch eine Kampagne von euch, oder? Wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid 88er, seid ihr. Nichts anderes. Die 8 steht im Alphabet für H. Also, haha. Kannst auch hinter jedes H noch ein A setzen. Haha, UEFA. Ja, was könnte das wohl bedeuten? Richtig. Ihr seid nämlich einfach nur ein Heuchlerhaufen. Dafür steht das. Und deswegen seid ihr auch 88er. Und das, was aus Ungarn kommt, da hättet ihr als UEFA eigentlich sofort reagieren müssen und Ungarn von diesem Turnier ausschließen sollen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Oder aber zusagen, dass man die Regenbogenfarben in der Münchner Allianz Arena auch zum Erleuchten bringt. Sowas zu verbieten, seit wann ist Gleichberechtigung und Toleranz ein Teil der Politik, verdammt nochmal? Könnt ihr die Frage mal beantworten? Was hat das damit zu tun? Andersrum, nicht gleich zu behandeln, nicht zu tolerieren, Menschen zu kategorisieren, zu verfolgen und, was man alles in der Vergangenheit schon erlebt hat. Das sind politische Handlungen gewesen. Aber darauf aufmerksam zu machen, dass jeder Mensch gleich ist, egal welche Ethik, Hautfarbe, welche Gesinnung, welche sexuelle Orientierung, vollkommen egal. Mensch bleibt Mensch. Und das ist das Zeichen, was gesetzt werden sollte, Mann. Aber liebe UEFA, es hat natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man sich die Spielstätten in Ungarn vielleicht noch als Background irgendwie halten möchte, falls denn doch in England nicht gespielt werden kann. Und da, Leute, geht es nur noch ums Geld. Es geht nur noch um Kohle, Kohle, Kohle. Um nichts anderes mehr. Ihr setzt euch über Gleichbehandlung und Toleranz hinweg aufgrund des Geldes. Und weil das aus politischer Richtung, wo die Politik überhaupt nichts drin verloren hat, sich mit einmischt und ihr knickt ein als UEFA. Das ist eine Schande. Das ist eine absolute Schande für den europäischen Fußball. Fragt mal jemanden da draußen, wenn er homosexuell ist zum Beispiel. Ach, bist du jetzt etwa politisch aktiv, weil du homosexuell bist oder was? Da kann man sich nur an Schädel fassen, Mann. Das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Ein Zeichen zu setzen, das ist das eine. Das aber zu verbieten, wisst ihr was, liebe UEFA? Das ist auch ein Zeichen, welches ihr nämlich setzt. Genauso wie ihr dieser Dauerlutscher da von der AfD mit diesem Ausdruck Schwuchtelbinde. Alter, was für eine Gesellschaft sind wir eigentlich gelandet? Wir leben in 2021, Mann! 2021! Schlechte Zeiten hatten wir auf der Welt schon. Auch was Politik angeht. Wollen wir das etwa wieder haben? Wollt ihr die Leute wirklich in die Richtung drängen? Soll man sich schämen, wenn man irgendwie eine andere sexuelle Orientierung hat, als das, was eurem Idealbild entspricht? Und genau das ist der Punkt. Es gab schon immer Menschen in der Vergangenheit, die Menschen kategorisiert haben. Idealbild, etwas anderes. So, und was man mit etwas anderes in der Vergangenheit gemacht hat, insbesondere hier in Deutschland, brauche ich euch bestimmt nicht erzählen. Wobei, mit eurer Handlung jetzt, dürftet ihr im Geschichtswissen gar nicht so weit sein. Weil ihr wart nämlich alle schon in der dritten Klasse 18 und durftet deswegen nämlich schon rauchen. Weil ihr nämlich so dämlich seid. Mit euren Handlungen. Meine Fresse nochmal. Lasst die Allianz Arena heute Abend in Regenbogenfarben leuchten. Und wenn das nicht der Fall ist,
Leute, dann setzt ihr ein Zeichen. Das ist unfassbar, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen. Meine Fresse nochmal, du. Send wirklich keine Sau im Kopf mehr aus, du. Das ist unglaublich!